select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ich bin Experten Presserzähler Potsdam, die EV Gabenschule 1 zu 2. Ellen, erste Halbzeit habt ihr eigentlich ein gutes Spiel gemacht, leider verloren. Du hast aus meiner Sicht ein ziemlich gutes Spiel gemacht, heute recht offensiv gespielt. Ja, wie hast du es erlebt? Es war ein gutes Spiel an sich, aber letztendlich zählt der Sieg. Den haben wir nicht eingefahren und wir müssen weiterarbeiten. Ja, kannst du mehr dazu sagen zum Spielverlauf? In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, haben das 1-0 geschossen, waren offensiv und dann in der zweiten Halbzeit haben sich Fehler eingeschlichen, haben uns selber geschlagen, wie es gerade gesagt wird und so ist es dann gelaufen. Du hast heute offensiv ein bisschen glänzen können, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Also die erste Halbzeit fand ich okay, war gut, hab ein paar Flanken reingeschlagen, wie es der Trainer von mir verlangt hat. Zweite Halbzeit habe ich dann rechter Verteidiger gespielt. War für mich dann auch eine Sache, ein bisschen eine Umstellung. Haben sich auch ein paar Fehler eingeschlichen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Für euch wahrscheinlich das bedeutendere Spiel diese Woche war Mittwoch. Nicht von euch, sondern vom KSC im Halbfinale vom Pokal. Ja, wie habt ihr es aufgefasst, diesen Sieg und für euch fast den Einzug in den DFB-Pokal jetzt? Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da hat unser Vorstand Bilder reingeschickt, Videos reingeschickt vom KSC, wer gewonnen hat gegen den Waldhof und wir haben uns sehr gefreut, jetzt im Finale gegen KSC zu spielen, das ist mein Ex-Verein, bin heiß auf das Spiel und jetzt mal schauen, ob wir eine Überraschung starten können oder auch nicht. Ja, wie heiß seid ihr auf das Finale und was rechnet ihr euch da für Chancen aus? Ja gut, es steht dritte Liga gegen Oberliga, aber auch ein Underdog kann mal gewinnen. Und wir sind alle heiß. Es ist das erste Mal im Verein, dass man da im Finale steht. Und ich glaube, das werden wir auch. Wir werden, glaube ich, den Druck standhalten und mal schauen, was dann passiert. Inwiefern denkt man jetzt schon über den DFB-Pokal? Eigentlich noch gar nicht. Wir konzentrieren uns auf die Saison. Wir sind noch im Abstiegskampf und wir wollen jetzt erstmal die Saison gut abschließen und dann mal schauen, wie es im DFB-Pokal weitergeht, wenn wir einziehen. Du hast es angesprochen, es geht für euch weiter. Ist Abstiegskampf noch ein Thema für euch? Ich meine, eine Mannschaft, der KSC hat ja abgemeldet, es steht im Raum, ob Sandhausen vielleicht abmeldet. Ich weiß nicht, ob es schon sicher feststeht. Müsst ihr noch nach unten schauen? Natürlich schauen wir nach unten. Wir schauen so lange nach unten, bis es nicht mehr rechnerisch möglich ist. Und sobald es nicht mehr rechnerisch möglich ist, dann schließen wir die Saison ab. War keine positive Saison. Wir ziehen da halt was raus, müssen gucken, uns auf die nächste Saison vorbereiten und dann mal schauen. Wie geht ihr in das nächste Spiel? Ganz klar auf den Sieg. Wir wollen gewinnen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Der Trainer bereitet uns dementsprechend vor. Und ich glaube auch, ich bin positiver Dinge, dass wir auch mal gegen Villingen, die sind oben mit dabei, dass wir da auch mal einen Dreier reinholen. Ellen, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank, ebenso. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.